In dem heutigen Video zeige ich euch ganz alte Wohnwagen, wackelige Angelegenheiten, alte Badekarren, außergewöhnliche Angler und natürlich wie immer ganz viel Ostsee. Gleich nach dem Intro geht's los. Bleibt dabei! Moin moin, liebe Freunde der Ostsee und der Lübecker Bucht. Hier ist Ray von Ostseevagabond. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Mal aus Niendorf, Timmendorfer Strand an der Ostsee. Gestartet bin ich mit meiner Niendorf-Tour an der Seebrücke, das sieht man rechts im Bild. Und dann bin ich über die Promenade zum Hafen gelaufen. Das sind ca. 1,2 Kilometer. Das ist wunderbar, wenn man sich mal an einem Tag vorgenommen hat, heute wollen wir uns mal ein bisschen die Beine vertreten. Dann ist es eine wunderschöne Tour von der Brücke über die Promenade oder von mir aus auch am Wasser längs bis zum Hafen und dann wieder zurück. Das ist dann, hat man genug frische Luft bekommen, dann, wenn man dann wieder zurück ist. Die Zeit ist hier mit 14 Minuten natürlich sehr sportlich angegeben. Ich sag mal, wenn man ganz normal spazieren geht und schlendert, ich sag mal, ja, also mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar dreiviertel Stunde oder noch länger. Dazu möchte ich euch noch eine zweite Karte zeigen. Wenn man sich dazu entschließt, mit dem Auto oder Wohnmobil nach Niendorf zur Seebrücke zu fahren und man fährt die Promenade längs, dann wird man merken, dass es da nicht so viele Parkplätze gibt, um es mal nett auszudrücken. Ihr seht auf dieser Karte unten links, da steht das Wort Friedhofskapelle. Da ist die B76 von zum Beispiel links kommend. Das ist aus Richtung Timmendorf und man fährt in den Ort rein. Dann sieht man gleich auf der rechten Seite einen modernen großen Edeka-Laden. Der hat einen großen Parkplatz, der ist zweigeteilt. Auf der einen Seite ist das mit Parkscheibe für eine Stunde, das ist halt eben für die Kundschaft dort. Und auf der anderen Hälfte sind halt Dauerparkplätze, also ohne Parkscheibe, ohne Parkgebühren. Man kann sich da, wenn ein Parkplatz frei ist, einfach hinstellen. Und wie ihr sehen könnt, ist es von da aus 3 Minuten roundabout zu Fuß bis zur Seebrücke. Ich denke mal, die 3 Minuten Fußweg extra nimmt man gerne in Kauf, bevor man an der Promenade hin und her gurkt und nun verzweifelt und genervt einen Parkplatz sucht. An einigen Stellen in der Lübecker Bucht werden die Holz- bzw. Seebrücken im Moment teilweise abgebaut und sollen neu errichtet werden. Das ist bei dieser Seebrücke nicht notwendig, weil die noch relativ jung ist. Sie ist vom Jahre 2014. Die Seebrücke ist 185 Meter lang und 3,50 Meter breit und ist wie gesagt hochmodern und richtig schick. Der Brückenkopf ist fischförmig und deswegen wird die Brücke auch, jetzt hätte ich fast Fischbrötchen-Seebrücke gesagt, nein, sie wird Fischkopf-Seebrücke genannt. Wir haben März 2022 und nachdem wir uns nun alle die letzten 2 Jahre mit Corona beschäftigen mussten und Corona zumindest gefühlt langsam am Abklingen ist, steht die Welt vor noch größeren und intensiveren Problemen. Wir haben einen Krieg in Europa und das kann ich natürlich auch an so einem schönen Ort und an so einem schönen Tag in Niendorf nicht aus meinen Gedanken bekommen. Und als ich da ankam, merkte ich aber schnell, dass ich nicht der Einzige bin, der anscheinend diese Gedanken im Kopf hat. Denn ich sah Mütter mit ihren Kindern, die Kinder waren auf der Brücke, saßen da auf dem Boden und spielten da irgendwie mit Steinen rum, so dachte ich.
Als die dann alle weg waren, habe ich mir dann das Steingebilde dann ein bisschen näher angeguckt. Und aus aktuellem Anlass und aus Respekt und in den Gedanken an die Menschen in der Ukraine möchte ich euch das nicht vorenthalten. Ja, hier sieht man mal wieder eine alte Badekarre. Die hat man auch schon in meinem Grömitz-Video gesehen. In Grömitz steht auch so eine Badekarre. Ja, die wurden eingesetzt so um 1900 herum und dienen dazu, dass die Leute, die baden gehen wollten, da reingegangen sind und sich dann darin umgezogen haben und dann ihre züchtige Bademode angelegt haben. Das war damals alles noch ein bisschen strenger und brüder. Aber dafür dienten diese Badekarren und ich finde, die sind immer wieder ein schönes Motiv und auch im Original, wenn man davor steht, die sind einfach schön anzuschauen.
Ja, hier sind wir also auf der Promenade mit Blick Richtung Hafen. Wie gesagt, ein wunderschöner Weg zum Hafen, begleitet von ganz alten Häusern, alten Villen. Da sind teilweise heutzutage Ferienwohnungen drin, Restaurants und Cafés. Auf halber Strecke haben sie da auch Außenverkauf gemacht. Dann kann man sich dann auf eine Bank setzen, auf eine der etlichen Bänke, die es dort gibt, und die Sonne genießen und dabei ein Stück Kuchen essen, Kaffee trinken. Also ganz wunderbar, entspannt und harmonisch. Auf dem Weg gibt es auch öffentliche Toiletten und da kann ich sagen, die sind auch in einem angemessenen Zustand. Also das ist auch überhaupt kein Problem dort. Ja, hier sind wir also an dem kleinen, ruhigen und schönen Hafen von Niendorf angekommen. Wie man gleich sehen kann, ist hier auch für das leibliche Wohl gesorgt mit diversen Cafés und Fischbuden. Dann sieht man gleich einen wirklich tollen, kleinen, alten, grünen Wohnwagen. Der gehörte einst einem Mann, der heißt oder hieß Gerhard Heinzel Ficht. Das ist ein Niendorfer Urgestein. Der war dort Fischer, Wirtschaftsmeister. Ist ein, wie gesagt, ein Niendorfer Urgestein, hat dort gelebt in dem Wohnwagen und gefeiert. Und nach seinem Tod wurde sein Wohnwagen zu seinem Andenken dort beibehalten und kann dann bis heute, bis zum heutigen Tage dort besichtigt werden. Und ich denke mal, die Camper unter euch, wenn ihr mal da seid in Niendorf und am Hafen, dann werdet ihr sicherlich mit großem Interesse diesen Wohnwagen anschauen. Denn salopp gesagt, der sieht einfach geil aus. Ja, das war das heutige Video über Niendorf an der Ostsee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Am besten gleich mit Glocke, dann verpasst ihr keines der zukünftigen Videos mehr. Kleine Anmerkung in eigener Sache. Neben meiner Filmerei mache ich zum Beispiel auch
Bücher. Ich mache Malbücher über Grömitz, über Leuchttürme, auch über die Lofoten zum Beispiel habe ich ein Malbuch gemacht und über Schweden. Und ich mache auch Campingbücher, Camping-Logbücher in Kombination als Reisetagebuch. Die Links dazu setze ich mal unter das Video in die Videobeschreibung. Wer Lust hat, schaut sich das vielleicht mal an. Würde mich auch sehr freuen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Interesse. Bleibt alle bitte gesund und munter. Und hoffentlich wird die Welt bald wieder so harmonisch und friedlich sein, wie sie es an dem Tag in Niendorf war. Hoffen wir mal alle das Beste. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße. Euer Ray.